Hallo Leute, in diesem Video geht es wieder um Game of Thrones und speziell um eine der letzten Szenen aus dem Finale der 7. Staffel. Spoilerwarnung, also wer das noch nicht gesehen hat. Und ganz im Speziellen um die Szene, in der Jon Snow und Daenerys Targaryen sich zurückgezogen haben und Tyrion mit seltsamem Blick vor der Tür stand. Dieser besorgte Blick, den er auf dem Gesicht hatte. Woher kam das? Wieso? Weshalb? Warum? Über ein paar Theorien zu dieser Szene möchte ich jetzt sprechen. Vorab sei nochmal erwähnt, ich habe das ja gestern schon ein bisschen angeteasert in meinem Video zu den Fragen zur nächsten Staffel. Wer es nicht gesehen hat, einmal da oben auf dem i-Punkt oder auch später unten in der Videobeschreibung. Und zunächst mal nochmal ein Dankeschön an euch Zuschauer. Es waren inzwischen bis jetzt eben 200 Kommentare darunter aufgetaucht, die ich mir alle durchgelesen habe, weil ich nochmal sehen wollte, wie viele von euch auf diese Theorie, jetzt auf dieses Thema eingegangen sind. Und es waren echt einige Kommentare mit dabei, die jetzt schon dazu spekuliert haben und ihr kommt der Theorie schon sehr, sehr nah oder ihr habt sie vielleicht auch schon gelesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es durchaus interessant, nochmal euer Feedback dazu zu bekommen. Und jetzt eben der zweite Punkt vorher. Ich habe die Theorie auch nur aus dem Internet. Leider kann ich keine Quelle angeben, weil es keine explizite Quelle gegeben hat. Die Internetseite, von der ich mir Stichpunkte gemacht habe, die hat auch nur alles wiedergegeben. Und deswegen sei jetzt nochmal vorab eben das erwähnt. Also kommen wir mal zu der Szene. Hier haben wir Bran Stark, der Samuel Tarly davon erzählt, dass Jon Snow in Wahrheit der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark ist. Obendrein ergänzt natürlich Samuel Tarly, dass die beiden geheiratet haben. Und während wir diese Geschichte erleben, sehen wir gleichzeitig, wie Jon Snow eben die Kammer von Daenerys betritt. Nun, bis dahin alles so weit, so gut, schön und toll und irgendwie haben wir das alle kommen sehen. Was allerdings eben so seltsam war in dieser Szene, war Tyrion Lannister. Er steht vor der Tür und hat diesen besorgten Blick auf dem Gesicht, der schwer zu deuten ist. Warum guckt er jetzt so kritisch? Natürlich kann das so eine völlig einfache Erklärung sein, wie die beiden Liebenden waren so laut, dass Tyrion davon wach geworden ist und sich gefragt hat, was geht hier eigentlich vor und war deswegen auf dem Gang und wollte herausfinden, was hier jetzt mitten in der Nacht so laut ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch etwas höher, dass hier etwas anderes vor sich geht. Nun, viele Zuschauer glauben tatsächlich, dass es etwas mit dem Gespräch zwischen Tyrion und seiner Schwester Cersei Lannister, der Königin der Sieben Königslande, zu tun hat. Dieses Gespräch fand schon früher im Staffelfinale statt und zur Ergänzung sei nochmal erwähnt, diese Theorie hängt auch zusammen mit der Prophezeiung aus den Büchern aus dem Haus der Unsterblichen. Wir haben das in Staffel 2 gesehen und in diesem Haus der Unsterblichen gab es in den Büchern eine Prophezeiung und dieser nach soll Daenerys noch ein großer Verrat bevorstehen. Und viele dieser Buchkenner glauben nun mal, dass dieser Verrat von Tyrion begangen wird oder sogar begangen wurde, und zwar in eben diesem Gespräch. Während der Unterredung ist sehr deutlich geworden, dass Tyrion seine Nichte und seinen Neffen, also Myrcella und Tommen, sehr geliebt hat und jetzt herausgefunden hat, dass Cersei erneut schwanger ist. Dadurch, dass jetzt schon diese Schuld auf ihm lastet, ich meine, Cersei gibt ihm ja zu 100% die Schuld an allem und vor allem eben aber auch eben an dem Tod dieser beiden Kinder von ihr, auch wenn jetzt eben klar geworden ist, dass er Joffrey natürlich nicht ermordet hat, dass dafür ist ihm nicht die Schuld zu geben, aber zumindest eben an Tommen und Myrcella, laut Cersei. Und nun ist dort sofort die Szene beendet worden, gleich nachdem Tyrion das festgestellt hat. Und wir sind rübergesprungen zur Drachengrube, wo dann Cersei dann später rübergekommen ist und gesagt hat, hey Leute, alles cool, ich helfe euch natürlich, wir schicken unsere Männer in den Norden, wir arbeiten zusammen, das ist zu wichtig. Viele hat diese Szene irgendwie mit Unbehagen zurückgelassen. Irgendwas fehlte hier. Es kann ja nicht einfach nur sein, dass Tyrion feststellt, sie sei schwanger und dann ist Ende im Gelände. Nee. Vielmehr ist die Wahrscheinlichkeit ja doch sehr hoch, dass Tyrion mit ihr hier irgendeine Art Deal, einen Pakt geschlossen hat. Worum kann es dabei gehen? Nun, es sei nochmal daran erinnert, dass Tyrion erst vor kurzem, ich meine in der 6. Episode ist das gewesen, mit Daenerys eine Unterredung hatte und darüber gesprochen hat, wie es denn weitergehen soll, gerade wenn sie stirbt. Ich meine, es sei schon schlimm, wenn sie jetzt sterben würde, einfach so während der Kriegssituation, während des Kampfes gegen die Weißen Wanderer oder wie auch immer. Es muss ja irgendwie weitergehen, diese Ideologie, der ganze Kampf, hinter dem sie steht, das Rad zu brechen, ja, zu zerstören und etwas Neues zu erschaffen, das muss ja irgendwie vorangetrieben werden, aber dafür muss es eben einen Plan geben, wie es weitergehen soll. Tyrion warf dabei die Möglichkeit einer demokratischen Art und Weise ein, wie die bei der Nachtwache gewählt werden oder eben zum Beispiel bei den Graufreuds auf den Eiseninseln. Und die Idee ist natürlich ganz nett, aber Daenerys wollte kein Wort darüber verlieren und gleichzeitig bestätigt sie ja immer wieder, sie könne keine Kinder haben. Ergo gibt es ja auch keine Nachfolgelinie, also man muss sich ja irgendwas einfallen lassen, wie es weitergehen soll. Nun glauben viele eben der Theorie nach, dass Tyrion genau diese Informationen Cersei hätte zukommen lassen und deswegen sich eventuell mit ihr darauf geeinigt hätte, dass völlig egal, wie alles ausgeht,
er am Ende dafür sorgt, dass zumindest ihr Kind, sofern es dann geboren wird, natürlich auch auf den Thron kommt und der nächste König oder Königin nach Daenerys werden soll. Die Idee ist ganz nett. Ich finde sie tatsächlich sogar ziemlich interessant und irgendwie auch fast schon vorstellbar, auch wenn es mir irgendwie nicht behagt zu glauben, Tyrion würde Daenerys verraten. Aber die Art und Weise, wie die Szene aufgebaut wurde, macht es wahrscheinlich für mich, dass die Autoren dieser Serie nach wie vor eben an so einer Idee festhalten und das eben als Überraschung uns versuchen aufzuzwängen, zu sagen, okay, Tyrion hintergeht Daenerys, plant etwas mit Cersei. Und es könnte tatsächlich damit zusammenhängen, sofern sie denn wirklich schwanger ist. Aber das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Ich denke mal schon, ja, sie ist schwanger und Tyrion hat irgendwas mit ihr ausgeheckt. Dementsprechend ist es ja wohl auch nachvollziehbar, dass Tyrion deutlich besorgter ist, wenn jetzt hier Jon und Daenerys zur Sache gehen und er sich denkt, scheiße, sie könnte ja doch schwanger werden und den gesamten Plan über den Haufen werfen. Nun, das alles ist eine Theorie. Eine ganz andere und deutlich einfachere Erklärung wäre die Behauptung, Tyrion weiß einfach, was abgeht, wenn Menschen sich verlieben und das gerade während der Kriegszeiten. Erinnert euch bitte einfach an die folgenden Romanzen. Da wären Tyrion und Shae, Rhaegar und Lyanna, Cersei und Jaime, Rob und Talisa und Littlefinger und Catelyn. All diese Beziehungen brachten viele, viele Tote mit sich. Okay, denkt darüber nach, im Ernst, jede dieser Beziehungen hatte Tote im Nachgang. Und obendrein natürlich kommt dazu, dass Tyrion jetzt mit Daenerys und Jon irgendwie zusammen arbeiten will, um, naja, die Armee der Toten und den Nachtkönig zu bekämpfen. Und eine Romanze am Kopf einer Untotenarmee könnte zu noch mehr Problemen führen und ich denke, dass er vielleicht auch genau das vermeiden will. Diese zweite Theorie ist tatsächlich eine, mit der sogar einer der Regisseuren, einer der Directors von Game of Thrones eben so ein bisschen Hand in Hand geht. Und ich versuche mal ganz schnell sein Zitat hier in der New York Times ein bisschen zu übersetzen. Er behauptet nämlich, dass solange diese Beziehung zwischen Daenerys und Jon was Professionelles bleibt, ist es das, was alle wollen. Und das könnte was Hilfreiches sein, das könnte was Gutes sein, sagt er. Aber wenn solche Situationen eben persönlich werden, dann treffen Leute schlechte Entscheidungen, weil sie eben auf Emotionen basieren. Und das kann natürlich einiges verkomplizieren. Und in diesem Sinne könnte hier das Potenzial entstehen, dass das Ganze durchaus ja, messy wird, sagt er im Englischen gerade. Das heißt, es könnte durchaus problematisch werden. Und seien wir mal ehrlich, genau diese Erklärung macht natürlich komplett Sinn. Es ist nachvollziehbar, aber es ist auch gleichzeitig eine sehr, sehr einfache Erklärung. Und wie soll ich sagen, so wie das jetzt beschrieben wurde und wie ich es gerade wiedergegeben habe von der zweiten Theorie her, lässt es halt einfach keinen Spielraum für irgendwelche Spoiler, sonst was, sondern er gibt einfach nur das wieder, was man sich am leichtesten denken kann. Aber wir sprechen immer noch von Game of Thrones und seien wir ehrlich, es wäre schon viel geiler, jetzt nochmal so einen epischen Verrat irgendwo mitzuerleben, wo es dann nochmal richtig dramatisch wird und richtig heftig wird und was auch immer das alles dann mit sich bringen würde. Alles in allem muss ich sagen, ist dieser Gedanke nur wegen diesem einen Blick entstanden und ehrlich gesagt, ich finde das Ganze super, super interessant und ich persönlich möchte auch mit der ersten Theorie gehen, dass tatsächlich Tyrion eventuell noch irgendwie zum Verräter wird, was einfach den 6 Episoden, die uns jetzt noch erwarten, so eine heftige Würze geben würde, neben der Armee der Toten, auf die wir jetzt schon warten und gleichzeitig eben neben dem Krieg, der zwischen Daenerys und Cersei nach wie vor herrscht und dass es zwischen denen immer noch Reibereien geben wird, wie es sie eventuell noch weiter zwischen Jon und Dany geben wird, ja, aber ich bin einfach mal gespannt, wie das Ganze weitergeht und ich bin vor allem gespannt auf euer Feedback. Was haltet ihr von den Theorien? Habt ihr nochmal ganz andere Gedanken? In diesem Video soll es jetzt wirklich mal in den Kommentaren nur um diese Theorie gehen. Oder eben ihr habt Fragen zu anderen Theorien, dann können wir vielleicht auch dazu noch ein Video machen und darüber reden. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Wem es gefällt, abonniert den Held und wenn ihr es gut findet, immer Daumen nach oben. Ich danke fürs Zuschauen. Ihr findet hier noch 2 andere Videos, die ihr euch gerne ansehen könnt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann.